ein Bio-Supermarkt in Manhattan, New York. Hier kaufen gesundheitsbewusste Konsumenten. Die Produkte zeigen, Fett ist der Feind. Fett gilt als Gesundheitsrisiko Nummer 1. Auch in Deutschland bedeutet eine fettreduzierte Ernährung Goldstandard bei Adipositas. Eine Reha-Klinik tanzt aus der Reihe. Die Klinik Überruh hat die Kohlenhydrate im Visier. Unsere Ernährung ist keine Diät, sondern eine Dauerernährung, wenn es funktionieren soll. Prost. Für ihren Leiter Dr. Heilmeier beruht Übergewicht in fortgeschrittenen Fällen häufig auf einer Störung des Fettstoffwechsels. Ja, und ich war der absolute Spaghetti-Fan. Ich habe dreimal in der Woche Spaghetti gegessen. Also das grundlegende Missverständnis im Zusammenhang mit der These Fett macht Fett besteht darin, dass man sich vorstellt, dass das, was wir essen, genauso im Körper wieder sich repräsentiert. Das heißt, wenn man viel Fett isst, speichert man viel Fett. Wenn man wenig isst, speichert man wenig Fett. Und diese einfache Überlegung ist eben vollkommen falsch, weil die Fettspeicherung ein äußerst differenziert gesteuertes System ist, bei dem wiederum die Stoffwechselhormone die entscheidende Rolle spielen. Kein Kalorienzählen. Viel Gemüse, Eiweiß und Fett sollen hier die Fettverbrennung wieder in Gang setzen. Die Ursache dafür, dass ich meine Meinung zu diesem Thema geändert habe, war ein Selbstversuch. Ich selber war vor einigen Jahren ein wenig übergewichtig, um die 90 Kilo. Habe dann versucht, mit einer fettarmen Diät abzunehmen und damit keinen Erfolg gehabt. Ich habe dann, obwohl ich an dieses Prinzip damals nicht glaubte, die Kohlenhydrate eingeschränkt und habe innerhalb von 3 Monaten 7 Kilo abgenommen. Parallel dazu haben sich auch meine Fettstoffwechselwerte deutlich verbessert. Wir haben dann in der Klinik schrittweise die kohlenhydratreduzierte Ernährung eingeführt und bei Patienten inzwischen in hunderten Fällen nachgewiesen, dass diese Erkenntnisse so richtig sind. So, Wolfgang, alles ist fertig. Ja. Gemeinsam geht alles leichter. Lisa und Wolfgang Ost wenden seit fast einem Jahr an, was sie in Isny gelernt haben. Beide haben massiv abgenommen. Zum Frühstück gibt es kein Brot. Das fehlt ganz. Gott sei Dank. Das fehlt ganz. Dafür hat er jetzt Falten. Aber man kann ja nicht sagen, Fett bleibt im Gesicht und geht sonst überall weg. Also ist es nicht schlimm. Und er war nie behäbig richtig. Aber jetzt ist er natürlich wesentlich flotter drauf. Und die ganzen Migräne, alles ist weg. Keine Bluthochtabletten mehr. Die Knochenschmerzen, die Rückenschmerzen, wie oft er gespritzt wurde oder hat Diclofenac oder das ganze Zeug nehmen müssen. Ist alles weg. Ich habe doch vorhin geräumt und guck mal, ich habe es extra rausgelegt. Guck mal, was ich gefunden habe. Guck mal. Wie wunderbar sich das verändert hat. Ja. Siehst du hier. Es waren halt auch 24 cm Bauchumfang mehr. Ne? Ja. Das ist schon toll, dass du das geschafft hast. Und ohne Quälerei. Ja. Und dann auch noch das gemusterte Hemd. Das hat sehr gut gepasst. Ja, das hat man halt zu der Zeit gehabt. Ich meine, die Ehe gewinnt natürlich auch, wenn man Dinge dann zusammen macht und macht das mit. Wir machen eigentlich mehr zusammen als wie früher. Früher hat so oft dann jeder so sein Ding gemacht. Und jetzt machen wir eigentlich mehr zusammen und gehen auch wieder per Händchen. Das haben wir auch eine Zeit lang immer gemacht. Ja, wir sind seit 76 verheiratet. Es geht uns richtig gut jetzt. Weiße Bluse und schwarze Bluse, Lisa. Ja, bislang. Okay, mein Zeug ist auch da. Deine Tanzschuhe fehlen noch. Bring sie. Ja, es wäre lustig geworden ohne Schuhe. Ja, in Gummischuhen kann man so schlecht rutschen. Okay, dann können wir das neue Hobby der beiden, tanzen, und das gleich mehrfach die Woche. Ja, ich finde es äußerst deprimierend, dass wir mit einfachen Möglichkeiten eigentlich die Chance hätten, diesen Riesenproblem effektiv anzugehen und dass das nicht gemacht wird. Das ist absolut traurig und führt dazu, dass viele Menschen auch vorzeitig sterben, denn die bisherigen
Therapiemaßnahmen greifen in vielen Bereichen eben nicht. Und allein mit Medikamenten lässt sich diese Situation sowieso nicht in den Griff bekommen. Längst belegen Studien, dass grundlegende Lebensstiländerungen nachhaltiger und besser wirken als Medikamente. Die Ernährungsumstellung greift tief in den Hormonhaushalt ein. Beim Mann steigt der Testosteronspiegel beim Abnehmen auf ganz natürliche Weise. Das Ehepaar Ost hat es geschafft, doch auch sie wären ohne professionelle Hilfe nicht so weit gekommen. Die Mühe hat sich gelohnt.